Ja, mein Name ist Gerrit Schech. Ich bin Leiter für Marketing und Kommunikation im Generalsekretariat des Österreichischen Roten Kreuzes und bin jetzt 34 Jahre beim Roten Kreuz. Ich habe als Ehrenamtlicher begonnen, bin noch immer ehrenamtlich und habe irgendwann die Möglichkeit gekriegt, auch angestellt hier zu arbeiten. Und das heißt für mich, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich mag, dass das Rote Kreuz offen ist für alle und dass man hier mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Diese Vermittlung zwischen Menschen, die auf der einen Seite was haben und Leuten, die was brauchen. Wenn man so will, ein Broker für Menschlichkeit zu sein, das ist genau das, was ich gern mache. Wenn ich an emotionale Dinge im Roten Kreuz denke, da denke ich an Babys, die ich auf die Welt gebracht habe im Rettungsdienst. Es gibt ein Baby, das heißt Gerald Peter, weil den kleinen Buben haben wir mit dem Kollegen Peter damals auf die Welt gebracht. Der müsste schon maturiert haben. Dann denke ich aber genauso an internationale Einsätze, wo man vor Ort jemand geholfen hat. Zum Beispiel nach einem Erdbeben in Algerien, in Bam, im Iran. Das Rote Kreuz steht zunächst einmal für Kompetenz. Egal was wir tun, das tun wir gut. Das tun wir so gut, wie es irgendwie geht, um jemanden anderen zu helfen, weil ich glaube, da sollte man nicht sparen an Kompetenz, wenn es darum geht, menschlich zu sein, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Wir sind da, das bezeichnet so schön, wofür das Österreichische Rote Kreuz steht. Aus Liebe zu Menschen steht unter unserem Logo und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hauptsächlich Freiwillige, sind in ganz Österreich da. Immer, wenn jemand Hilfe braucht, aber auch immer, wenn jemand spenden will, wenn jemand Blut spenden will oder wenn jemand freiwilliger Mitarbeiter oder freiwillige Mitarbeiterin werden will. Wir sind da in ganz Österreich.